Bierpong ist nur ein Spiel? Nein. Es ist viel mehr als das. Bierpong ist ein sehr einfaches Spiel, das unglaublich viel Spaß macht. Um Bierpong zu spielen, braucht man Folgendes. Zwei Teams mit je zwei Spielern. Zwei Bälle. Einen Tisch. Und natürlich Becher. Jedes Team stellt vor Spielbeginn 10 Becher in Pyramidenform an ihrer Tischkante auf. Die Becher werden dann circa ein Viertel mit Bier gefüllt. Ein Becher kommt noch extra dazu und wird mit Wasser gefüllt. Regel 1. Jeder Spieler im Team darf pro Runde einmal werfen. Wird der Ball im gegnerischen Becher versenkt, muss dieser von einem Spieler der anderen Mannschaft sofort ausgetrunken werden. Dieser Becher wird dann vom Tisch entfernt. Sollte ein Ball am Boden landen, so kann dieser schnell im Wasserbecher gereinigt werden. Getrunken werden darf jedoch erst, nachdem beide Spieler geworfen haben. Ziel des Spiels ist es, alle Becher des anderen Teams vom Tisch zu nehmen. Regel 2. Wenn beide Spieler treffen, bekommen sie ihre Bälle zurück. Wenn nicht, ist die andere Mannschaft am Zug. Die dritte Regel. Der Ball darf auch Boden aufgeworfen werden. Wird dieser Ball versenkt, zählt er doppelt. Das heißt, zwei Becher werden vom Tisch genommen. Regel 4. Achtung! Berührt der Ball den Tisch, so darf dieser Ball abgeblockt werden. Kommen wir zur Regel 5. Es gibt auch noch andere Formen der Defense. Dreht sich ein Ball um den Becherrand, so darf dieser von Frauen hinausgeblasen und von Männern mit den Fingern herausgefischt werden. Regel 6. Sollten Becher unabsichtlich umgestoßen werden, so zählen diese als Treffer. Regel 7. Sollte ein Team nur mehr 6 bzw. 4 Becher vor sich stehen haben, so dürfen diese vom anderen Team je nach Wunsch in einer Raute oder Pyramidenform neu angeordnet werden. Regel 8. Beim Wurf darf der Ellenbogen nicht über die Tischkante bewegt werden. Die Einhaltung dieser Regel ist Ehrensache und wird nur bei groben Verstößen mit Ballverlust bestraft. Kommen wir zur Regel 9. Treffen beide Spieler in den gleichen Becher, so müssen 3 Becher ausgetrunken werden. Also, lasst es euch schmecken. Loser. Regel 10. Die Verlierer müssen alle vollen Becher am Tisch austrinken. Ja, auch die der Gegner. Das waren die 10 wichtigsten Bierpong-Regeln. Viel Spaß beim Spielen!